Okay. Ja, Chris, du bist unser Festredner heute. Und ich glaube, wir haben ja vorhin, beziehungsweise Rüdiger hatte ich ja schon angekündigt, von dem her brauche ich zu deiner Biografie und zu deinem Werdegang beziehungsweise deinen Aktivitäten nicht viel sagen. Aber ich glaube, es ist mir auch noch mal wichtig hervorzuheben, dass eben gerade der Bereich, für den du dich einsetzt, wo du auch Sprecher im Bundestag bist, ein Bereich ist, der uns in der Zukunft noch weitaus stärker beschäftigen wird wie jetzt, weil eben, das habe ich vorhin auch noch mal betont, der Klimaschutz gerade im Gebäudebereich in der Entwicklung neuer Quartiere ganz anders im Vordergrund stehen muss. Von dem her herzlich willkommen, Chris. Ich übergebe dir das Wort zu deiner Festrede zum politischen Aschermittwoch. Ja, danke, Alexander. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin total froh, hier zu sein. Aber es ist natürlich keine Festrede, ja? Weil die muss in einem festlichen Saal stattfinden. Ja. Da müssen Menschen da sitzen, die man ansprechen kann, die einen auch pushen bei so einer Rede. Und das ist natürlich hier nicht so. Und es ist total anders, in die Kamera zu sprechen und einfach hier zu sein. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass wir uns alle umarmen können, wie es gerade in dem Song war. Ich hätte mir so sehr gewünscht, mit euch allen in einer Halle zu sitzen, auch wenn es ein bisschen stickig ist, auch wenn es ein bisschen eng ist, ja, aber gemeinsam einfach den politischen Aschermittwoch zu begehen. Und das ist einfach in dieser Zeit nicht möglich. Und ich weiß, ihr habt euch ja hier in Emmendingen überlegt, ob diese Veranstaltung überhaupt stattfinden soll. Passt so ein politischer Aschermittwoch überhaupt heute in die Zeit? Oder ja, geht es überhaupt heute, politische Witze zu reißen in einer Zeit, in der es so ernst ist, ja, in denen Menschen in den Corona-Stationen sterben, ja, in denen nach wie vor wir eine Pandemie haben, die nicht gelöst ist, ja? Wo wir wirklich ernsthafte Sorgen haben, dass die Mutante wirklich sozusagen nochmal um sich greift und in den nächsten Wochen die Werte einfach wieder deutlich steigen. Ich glaube, trotzdem ist es wichtig, heute den Aschermittwoch zu veranstalten und sich auch am politischen Gegner, gerade an so einer Zeit, auch abzuarbeiten. Ja? Klar ist, in der Krise muss man auf Konsens gehen. Da hat Winfried Kretschmann total recht. Aber ein Aschermittwoch ist auch wichtig, um einfach sich am politischen Gegner abzuarbeiten. Erst recht in einem Wahlkampf, denn ich glaube, die Menschen da draußen haben auch schon ein Interesse daran zu wissen, wie wir gerade auch die anderen und die politische Konkurrenz sehen. Und Zoe hat es angesprochen. Ja, der Klimawandel, der wartet nicht, der findet auch während dieser Pandemie statt. Und es sind jetzt die entscheidenden Jahre, die anstehen, wo wir das Ruder rumreißen müssen, damit wir überhaupt die Klimaziele erreichen. Und das müssen wir im Baubereich tun, im Energiesektor, im Verkehrssektor. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ja, ich bin total froh, dass wir hier in Baden-Württemberg einen Ministerpräsidenten haben, der Naturwissenschaftler ist, ja, der verstanden hat, dass man mit der Thermodynamik einfach nicht verhandeln kann. Und deswegen ist es gut, dass Winfried Ministerpräsident ist. Und es ist auch gut, dass er es bleiben wird. Und ich bin auch froh, dass Winfried unser Ministerpräsident ist, ja, weil er eben auf die Wissenschaft hört, gerade in der Pandemie. Ja, wenn ich mir da andere angeschaut habe, die da gewackelt haben, die da gezaudert haben, ja, der ist gestanden und der hat klar gehabt, dass es zuerst darum geht, dieses Virus zu bekämpfen. Und ich bin so froh, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der Kindergeschichten vorliest. Ich weiß, euch hier in Emmendingen hätte es sicher gefallen, wenn das auf Badisch gewesen wäre und nicht auf Schwäbisch. Ja? Ich glaube aber, er kann besser Schwäbisch als Badisch. Genau. Ich glaube, Alex, du kannst es bestätigen. Ja, ja. Ja? Aber er hat eine Kindergeschichte vorgelesen. Ja, und hat damit gewesen. Allen Eltern und allen Kindern im Land gesagt, ich denke an euch und ich verstehe, in welcher Situation ihr seid. Ihr seid nicht allein und ich werde mich um euch kümmern. Und deswegen ist es gut, dass wir so einen tollen Ministerpräsidenten haben. Und für den werden wir in den nächsten 3 Wochen kämpfen, damit Baden-Württemberg weiter grün bleibt. Und wir kämpfen auch deswegen, weil der Blick zur politischen Konkurrenz zeigt, dass das keine wirkliche, ja, Alternative ist. Die Frau Eisenmann, die will es ja in diesem Wahlkampf wissen, hat sie gesagt. Ja, sie will es wissen. Da haben sich die ganz lang den Slogan überlegt, glaube ich, in dieser Werbeagentur. Aber gut. Und sie will das Land entfesseln. Ich habe sehr lange über dieses Wort nachgedacht, entfesseln. Und auch gedacht, naja, welches Land meint sie eigentlich, das sie entfesseln will? Mir ist es ehrlich gesagt bis jetzt immer noch nicht klar, welches Land sie entfesseln will. Denn schauen wir mal auf unser schönes Bundesland. Ja, zweitniedrigste Arbeitslosenquote. Spitze bei den Bildungsausgaben, aber auch Spitze bei den Anmeldungen der Patente.
Dieses Land hat die höchste Lebenserwartung aller Bundesländer. Die Armutsgefährdung ist am zweitniedrigsten. Wir haben die zweitniedrigste Kriminalitätsrate. Wir haben unsere Klimaschutzziele 2020 erreicht. Ja? Und wir haben die niedrigsten Infektionsraten überhaupt. Ich meine, welches Land will sie wirklich entfesseln? Und in welchem Land lebt sie eigentlich? Und ich glaube, sie hat keinen richtigen, realistischen Blick auf dieses Land. Denn Baden-Württemberg muss sicher nicht von Frau Eisenmann entfesselt werden. Es ist längst entfesselt. Und als Vater eines Sohnes, der letztes Jahr in die Schule gekommen ist, ja, muss ich schon sagen, ich frage mich auch, warum Frau Eisenmann nicht angefangen hat, in den letzten 5 Jahren mal im Kultusbereich was zu entfesseln. Ja, da ist ihr überhaupt nichts gelungen. Ja, und ich kann das mal sagen. So, die Bildungsplattform Ella in den Sand gesetzt. Bei der Digitalisierung nach einem Jahr Pandemie, da muss mehr gehen. Verlässliche Grundschulen, ehrlich gesagt, in meiner Erfahrung ist es nicht so. Wenn ich mir anschaue, wie diese Schulen vorbereitet sind jetzt auf die nächste Öffnung, da gibt es keine Pläne, da gibt es keine Idee von ihr, da gibt es kein Konzept. Ja? Sie hätte 5 Jahre Zeit gehabt zu zeigen, was sie kann. Und ich glaube, sie hat es gezeigt, dass sie als Krisenmanagerin eben nichts taugt. Und diese Kultusministerin hat in weiten Teilen, gerade vor allem im letzten Sommer, wo man hätte viel tun können und viel vorbereiten können, eben wirklich eigentlich eine Arbeitsverweigerung betrieben. Und das sehen ja nicht nur wir Grünen so. Und ich bin froh, dass man auch als Bundespolitiker mal über Bildung reden kann. Das sehen ja ihre eigenen Kollegen der CDU so. Weil die trauen sich ja nicht mal ein Bildungsplakat in diesem Wahlkampf zu hängen, obwohl sie Kultusministerin ist. Und wenn ich auf die Strategen blicke in der CDU, dann lassen die sich mit folgendem Satz in der Zeitung, ja nicht mit Namen, aber sie lassen sich zitieren. Ja, die sind nämlich froh, dass jetzt über die Kampagne der CDU gesprochen wird und nicht mehr, und jetzt kommt der O-Ton, immerhin sprechen nun nicht mehr alle ausschließlich über Eisenmanns miese Schulpolitik. Punkt O-Ton. Ja, hat ein Stratege der CDU gesagt. Ich meine, das sagt alles über diese Spitzenkandidatin. Sie regiert mit Erlassen von oben in den Bildungsbereich hinein. Und das sagen mir die Menschen gerade im Bildungssystem. Und diese Politik von oben, die ist 2011 abgewählt worden. Und wir werden nicht mehr als Grüne zulassen, dass so eine Politik weiter Bestand hat. Und der politische Aschermittwoch, der ist ja in Bayern erfunden worden. Und deswegen muss man in diesen Tagen, finde ich, auch nach Bayern blicken. Und die Kollegin Franziska Brandner hat es ja vorher gesagt, der Teuer-Andi, also der Andreas Scheuer. Ja, es ist unfassbar, liebe Freundinnen und Freunde, es ist unfassbar, dass der immer noch Verkehrsminister in Deutschland ist. Er hat Haushaltsrecht gebrochen. Er hat das Parlament angelogen. Er hat den Steuerzahler seit 2014 mit seiner PKW-Maut 79 Millionen Euro gekostet. Ja, diese Schnapsidee am CSU-Stammtisch. Ja. Und ich sage deswegen, Andi Scheuer sollte endlich am Tag des Aschermittwochs eingestehen, dass er als Verkehrsminister gescheitert ist und endlich zurücktreten. Ja. Es ist längst überfällig. Und mir wäre es peinlich in der Union, wenn ich da Mitglied wäre, dass dieser Mann mich immer noch vertritt. Ich verstehe nicht, dass die Union hier nicht reinen Tisch macht. Und in den letzten Tagen haben ja viele über Einfamilienhäuser geschrieben in Deutschland. Und in dem Zusammenhang wurde auch mein Name genannt, ja, in einer großen deutschen Zeitung mit ganz großen Lettern. Ja, hat kein Zitat von mir benutzt, aber man hat meinen Namen da in den Kontext gestellt. Und ich kann sagen, der Redakteur dieser Zeitung, der hat sich auch nicht bei mir angemeldet. Ja, echter Qualitätsjournalismus also. Und ich sage jetzt mal ganz klar, ja, Einfamilienhäuser gehören zu Baden-Württemberg, ja, und Einfamilienhäuser sind wichtig. Und wir Grünen wollen die nie abschaffen. Haben wir nie gesagt, niemals. Und alle, die etwas anderes behaupten, das ist eine politische Lüge. Und ich bin aufgewachsen zwischen Bausparvertrag und Streuobstwiesen. Ich kenne den Konflikt, ja, seit meiner Kindheit. Und ich kann ganz klar sagen, diese Debatte der letzten Tage ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Und das sehen auch andere Leute so. Ulrich Schulte von der Taz, ja, nennt das eine intellektuelle Flurbereinigung, die die Kollegen da der Union und der FDP betreiben. Die Stuttgarter Zeitung witzelt über die Lesekompetenz der anderen Kolleginnen und Kollegen, die uns da angegriffen haben. Ich rate allen mal, die uns in den letzten Tagen und auch heute am politischen Aschermittwoch kritisiert haben, das Interview von Toni Hofreiter zu lesen.
und sich wirklich zu fragen, ob das der Stil der politischen Auseinandersetzung in diesem Bundestagswahlkampf sein soll. Ob man sich wirklich auf das Feld begibt, wo man dem anderen Dinge vorwirft, die er nie gesagt hat. Ja, ich finde das Niveau gerade dieser Debatte als Baupolitiker wirklich unterirdisch und extrem unterkomplex. Und ich sage jetzt mal, when they go low, ja, we go high. So werden wir in den Bundestagswahlkampf in dieser Sache gehen. Und du hast es gesagt, Alexander, ja? Im Kern geht es da ja um das Recht auf Wohnen in Deutschland. Und das ist gefährdet in Baden-Württemberg, aber in ganz Deutschland. Es geht darum, um die Abwärtsspirale beim sozialen, beim bezahlbaren Wohnen endlich zu stoppen. Und dann blickt man mal auf den Kanzlerkandidaten in Spee. Mal gucken, ob er es wird, der Laschet. Ja? Was der in NRW gemacht hat als Ministerpräsident. Ja? Da hat er den sozialen Wohnungsbau um 30% gekürzt. Ja, in einer Zeit, in der die Mieten durch die Decke gehen. Völlig absurd. Und was haben wir in Baden-Württemberg gemacht? Ja, wir haben die Landeswohnraumförderung auf das höchste Niveau aller Zeiten gehoben. Auf 250 Millionen Euro. Und das nicht wegen der CDU, sondern trotz ihr, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn ich bei Armin Laschet bin, dann muss ich auf ein Zitat von ihm eingehen, das er diese Tage bei der CDU-Wirtschaftsunion gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, ja, immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass das Leben wieder stattfindet, geht nicht. Ich sag mal, das ist wirklich ein verrückter Satz in der Zeit, in der die Pandemie da draußen tobt. Ein Ministerpräsident, der beim CDU-Wirtschaftsleuten so redet und bei der Kanzlerin, ja, am Ende die Beschlüsse mittragen will. Das geht nicht. Das ist maximal unglaubwürdig. Und ich sag mal, wer Kanzler von Deutschland will, braucht nicht zwei Haltungen, sondern eine, liebe Freundinnen und Freunde. Und vor 10 Jahren, ihr habt es bei der Anmoderation zu mir gesagt, war ich Landesvorsitzender von Baden-Württemberg. In einem harten Wahlkampf, den wir damals geführt haben, ja, wo wir sehr angefeindet worden sind für unsere Haltung zu Stuttgart 21. Ja, und damals in diesem Wahlkampf war ich hier im Südbadischen unterwegs mit meiner damaligen Co-Vorsitzenden Silke Krebs. Wir waren damals bei der Redaktion der Badischen Zeitung für den Hintergrund. Und da wurden wir dann so befragt und da haben die dann gefragt, ja, Herr Kühn, welche Machtoption haben denn die Grünen? Und ich habe dann darüber gesprochen, dass sich die Welt verändert, dass wir Grünen wachsen und dass wir die Themen der Zeit ansprechen. Und ich habe gemerkt, die halten das jetzt für Quatsch, was ich hier erzähle. Ein paar Monate später, am 27. März 2011, stellten wir den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Wir hatten damals die Landtagswahl gewonnen. Und genauso, wie wir es damals gemacht haben, mit Geschlossenheit und Mut, mit unseren Themen, werden wir in diesem Wahlkampf, im Landtagswahlkampf kämpfen. Die Landtagswahl gewinnen und dann in den Bundestagswahlkampf gehen und genau für diese Themen eintreten. Für Klimaschutz, für bezahlbares Wohnen, für eine Modernisierung der Gesellschaft und darauf, dass Politik endlich wieder auf Wissenschaft hört. Und wenn man uns angreifen wird, wie jetzt in den letzten Tagen, dann werden wir klar sagen, when they go low, we go high. Ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch, liebe Freundinnen und Freunde.